Integration in Kugelkoordinaten. Da geht es also um Funktionen, die im dreidimensionalen leben. Das heißt, ich kann mir das Ganze nicht so schön als Volumen unter einer Fläche vorstellen. Ich sollte mal die Vorderkante der Fläche klarer machen. So, ich kann mir das nicht als Volumen unter einer Fläche mehr vorstellen. Ich kann mir das zum Beispiel vorstellen als Gesamtmasse, die ich aus der Dichte ausrechne. Also Sie haben einen mehr oder minder hübschen Klumpen hier in 3D. So, ein Brocken in 3D. Das ist meine Menge M, nenne ich die mal. Nicht für Masse M, sondern für die Menge M. Dann ist dieses Dreifachintegral über Funktion von xyz dx dy dz anschaulich für die Ingenieure und die Physiker folgendes. Ich splitte mein Volumen in kleine Würfel auf, alles in kleinste Würfel zerlegt, unendlich kleine Würfel zerlegt, und dann summiere ich, ich schreibe das mal so mit dem Pfeil rückwärts, dann summiere ich über das ganze Volumen f von xyz irgendein Punkt im jeweiligen Würfel mal das Volumen des Würfels Delta x, Delta y, upsala, Delta z, das war die Vorstellung. Also hier geht es jetzt nicht um eine Briefmarke mal die Höhe, wie eben bei Polarkoordinaten, Briefmarke mal die Höhe, sondern hier geht es um das Volumen eines Würfels mal ein Funktionswert im Würfel. Das kommt zum Beispiel bei der Dichte vor. Sie haben das Sandkorn mit diesem Volumen hier, ein würfelförmiges Sandkorn, dann dieses Volumen, und wenn Sie dann noch die Dichte des Stoffs in dem Sandkorn wissen, wissen Sie hier insgesamt, was dieses Sandkorn wiegt, und wenn Sie es aufsummieren, haben Sie das Gewicht vom Ganzen. Das ist der Gedanke dahinter. Aber dieses F muss natürlich nicht unbedingt die Dichte sein, das kann hier irgendwas sein. Das nochmal zur Vorstellung vom Dreifachintegral in kartesischen Koordinaten. Und jetzt will ich das hinkriegen mit Kugelkoordinaten, sphärischen Koordinaten. Ich möchte nicht über x, y, z integrieren, sondern ich möchte über r, theta und phi integrieren. Da kann man sich denselben Gedanken hier, wo wir dieselben Gedanken wie hier machen. Es wird in drei Dimensionen ein bisschen ekliger zu zeichnen. Also ich muss mir überlegen, was passiert, wenn ich r, theta, phi jeweils ein bisschen ändere, welches Volumen ich dann aufgespannt habe, und dann kann ich hier dieses Volumen ersetzen. Ich muss gerade gucken, das wird da ein bisschen eng, ich brauche mal eine neue Seite. So, die Nummer 10. Oh, das... So, unser x, unser y zeigt in die Tiefe, unser z zeigt nach oben. Na, vielleicht zeigt es auch mal gerade nach oben. Zum Heulen. Ich übe noch. Dann eben so. Ist das gerade? Das ist Z. So, jetzt habe ich irgendwo im Raum einen Punkt, ich muss mal gerade gucken, der muss wahrscheinlich ein bisschen weiter weg sein, damit ich mir nicht in die Quere komme. So ist besser. Irgendwo einen Punkt. Im Abstand R mit einem Polwinkel Theta, wenn Sie sich erinnern, Polwinkel war, wie weit ich es aus dem Nordpol herauskippe, und mit einem Azimut Phi, das heißt, ich gucke mir hier den Schatten an, auf der Grundebene, vielleicht so, ungewöhnlich, dass das hier mal klappt. So, dieser Winkel hier, also in der XY-Ebene gemessen, dieser Winkel hier unten platt auf dem Boden, das wäre der Azimut, Phi. Ich glaube, ich schreibe den lieber da drunter, wird eng genug gleich, so. Und nun ist die Frage, was passiert, wenn ich etwas an Phi, etwas an Theta und etwas an R wackle.
Wie eben bei den Polarkoordinaten. Da, wie bei den Polarkoordinaten. Was passiert, wenn ich etwas an x, an y wackle? Was passiert, wenn ich etwas an r wackle, etwas an phi wackle? Welche Fläche wird aufgespannt? Jetzt geht es um ein Volumen. Welches Volumen entsteht, wenn ich jeden von den r, theta, phi etwas ändere? Das mit dem r ist noch am einfachsten. Wenn Sie den Radius etwas ändern, geht der hier radial ein Stück raus. Ich schreibe mal noch nichts dran, ich weiß nämlich nicht, wie viel Platz ich habe. Wenn Sie den Polwinkel ändern, wird das hier ein bisschen runtergekippt. Ah. Vielleicht so. Naja, so. Wird das runtergekippt. Wenn Sie den Azimut etwas ändern, dann klappe ich das weiter nach hinten rum. Ich muss das irgendwie vielleicht mal malen. Quasi so. So läuft hier der Azimut. In diese Richtung klappe ich das weiter rum, wenn sich das Phi ändert, positiv ändert. Das heißt vielleicht so. Das passiert, wenn ich mit meinem Phi rumgehe. Ich gehe jetzt nach hinten weg, um die Z-Achse drehen, nach hinten weg. Vielleicht wäre das klarer, wenn ich hier die Verbindung nach unten male. In der Form. So, in der Form. Das heißt, das ganze Volumen, was hier entsteht, ist ein ziemlich schräge Angelegenheit. Schräg ist gut gesagt, ziemlich krumme Angelegenheit, sollte ich sagen. So eine Angelegenheit wird das. Das ist fast ein Quader. Wenn die alle sehr klein sind, diese Änderungen, dann wird das praktisch zu einem Quader. Mehr und mehr. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Unterkante und die Oberkante auseinanderweichen. Man sieht, dass die Vorderseite gekrümmt ist und man sieht, dass die Hinterseite gekrümmt ist. Aber eigentlich sieht das aus wie ein Quader. Und das ist das Nette in linearer Näherung, kann ich mit einem Quader rechnen. Ich berechne das Volumen hier in linearer Näherung als das Volumen eines Quaders. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich hier Platz habe. Diese Seitenlänge hier, diese Seitenlänge hier ist dr. Das ist immer das Einfachste. Ich gehe von dem Punkt nach außen, bei Polarkoordinaten war das auch das Einfachste. Ich gehe nach außen um dr. Diese Seitenlänge hier ist dr. Jetzt können wir uns angucken, diese Seitenlänge. Diesen Bogen hier. Wie groß ist diese Seitenlänge? Das muss also auf jeden Fall ein Vielfaches von dθ sein. Wenn ich dθ doppelt so groß wähle, ist diese Strecke doppelt so groß. Das kann von den Einheiten noch nicht stimmen. Winkel ist einheitslos. Das muss eine Länge sein. Schon von daher muss hier r stehen. Ihr könnt natürlich 7 mal r oder 98 mal r stehen. Es muss wirklich einfach r mal dθ sein, aus demselben Grunde wie eben bei den Polarkoordinaten. Wenn ich das so hinmale, das hier ist dθ. Im Bogenmaß, wenn das der Winkel im Bogenmaß ist, schneide ich aus einem Kreis mit Radius r mal dθ aus. So funktioniert das Bogenmaß. Aus einem Kreis mit Radius 1 schneiden Sie den Winkel aus, dθ. Aus dem Kreis mit dem r-fachen Radius das r-fache. Da kommt r dθ her. Ich nehme das mal wieder weg, weil es sonst gleich echt zu voll wird. Das war zu viel des Guten. So, r dθ. Jetzt brauche ich noch diese Seite hier. Netterweise finde ich die hier unten. Das ist dasselbe. Vielleicht sollte ich das mal klar machen, dass das dasselbe ist. Diese Seite hier und diese Seite sind dasselbe. Das ist ja einfach nur im Schatten gemessen oder oben gemessen. Diese Seite ist ja parallel zur XY-Ebene, also kann ich die oben oder unten messen. Seite ist gut, das ist ja auch ein Bogen, das ist ja eigentlich kreisförmig, wenn man genauer hinguckt. Wie kann ich jetzt auf diese Länge da kommen? Also Wechselwinkel, hier ist nochmal Theta. Das ist nochmal Theta, Wechselwinkel an parallelen Geraden. Den nehme ich mal wieder weg, damit es nicht zu kompliziert wird. Da ist Theta, dann habe ich das Verhältnis von dem Schatten zu R.
ist der Sinus von Theta. Das heißt, dieser Schatten hier unten hat die Länge r mal Sinus von Theta. Das kam schon bei der Umrechnung vor. Letztes Mal, wie rechne ich um von sphärischen Koordinaten in kartesische? Das ist die Länge des Schattens. Und jetzt kann ich sagen, wie lang das hier ist, das Stück, und damit, wie lang das Stück ist. Im Abstand r Sinus Theta gehe ich den Winkel d Phi. Das hier muss also sein Abstand r mal Sinus Theta d Phi. So wird das werden. Also ein bisschen ekliger als bei den Polarkoordinaten. Und damit kann ich das jetzt zusammensammeln. Ich kann sagen, was dieses Volumen hier ist. Also im Endeffekt wird dann im Integral, ich schreibe das mal ganz formell hin, im Integral wird dann also dx, dy, dz folgendes, das Volumen von diesem Gebiet, nämlich ich gehe dr in r-Richtung, dann gehe ich aber in die Theta-Richtung, eine Strecke von r dθ, eine Strecke von r dθ, und in phi-Richtung gehe ich eine Strecke von r sinus θ d phi. Also habe ich hier insgesamt r nochmal mal r, macht r Quadrat sinus Theta d phi. Das ist dann insgesamt, sieht eine Nummer ekliger aus als bei Polarkoordinaten. Das hier ist der Korrekturfaktor. Wenn Sie eine Funktion in sphärischen Koordinaten haben und die in den Koordinaten auch integrieren wollen, r Theta phi, dann müssen Sie diesen Faktor dazu schreiben, r Quadrat sinus Theta. Sonst rechnen Sie Blödsinn. Das ist eigentlich, wenn man sich das mathematisch genauer anguckt, dann ist das eigentlich Substitution. Ich rechne nicht in den Variablen xyz, sondern in den Variablen r, theta, phi. Und bei der Substitution muss irgendwo die Ableitung vorkommen. Das ist jetzt hier nicht die Ableitung, sondern schlimmer die Determinante von ganz vielen Ableitungen. Aber in der Tat kann man das hier mit partiellen Ableitungen ausrechnen, wenn man will. Nur Sie sehen hieran hoffentlich, das lohnt sich nicht, wenn man das Bildchen aufmalt, sollte es auch klar sein, was es ist. Das R-Quadrat können Sie sowieso raten, wegen der Einheiten. Ich brauche Kubikmeter, das müssen Kubikmeter werden. Phi, Theta, einheitslos. R hat die Einheit Meter, da muss irgendwo R-Quadrat stehen, was anders haben wir nicht. Das Sinus Theta kostet dann etwas mehr Überwindung, dass man sich überlegt, oh, was ist denn jetzt eigentlich die Länge des Schattens? Wenn der Winkel sehr klein ist, wenn ich hier oben bin, wenn ich hier oben bin und ich gehe denselben Winkel in Phi, dann habe ich zum Schluss ein kleineres Volumen, als wenn ich hier unten bin und den Winkel in Phi gehe, weil dieses Stückchen hier kleiner ist. So kann man notfalls noch auf den Sinus kommen. Ups. Aber es gibt auch einen offiziellen Weg, wenn Sie sich wundern. Die sogenannte Jacobi-Determinante muss ich hier nur nicht vorführen, weil es für den Alltagsgebrauch reicht, wenn man es so hat. Billige Anwendung davon ist das Kugelvolumen. Bei den Polarkoordinaten hatte ich die Fläche der Kreisscheibe vorgeführt, dass das einfach wird. Jetzt führe ich vor, dass man hiermit das Kugelvolumen ganz billig ausrechnen kann. Das ist Nummer 11. Ich schreibe das mal ganz dreist. Das Volumen einer Kugel mit Radius r. Wüsste ich gerne. Jetzt war ich der Gedanke mit der Dichte. Ich integriere über die Kugel mit Radius r und den Ursprung. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für das r. Geschickt. So. Ich integriere über die Kugel mit Radius r um den Ursprung. Was soll ich nicht über die Kugel sagen? Ich integriere eigentlich über das Ganze. Im Englischen würde man sagen Ball, das Volumen der Kugel, die gefüllte Kugel, so soll ich das sagen. Ich integriere über die Vollkugel mit Radius r um den Ursprung, dx, dy, dz. Dasselbe Trick wie vorher, mal 1, mal die Funktion 1. Wenn Sie das als Gesamtmasse, das Integral als Gesamtmasse und die 1 als Dichte verstehen, heißt das, jedes Sandkorn hat die Dichte von mir aus 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Und wenn ich das dann zusammensummiere, welche Masse insgesamt ist bei einer Dichte von 1 Kilogramm pro Kubikmeter,
Wenn ich das insgesamt zusammensummiere als Masse, so und so viel Kilogramm, heißt dann aber auch, ich habe so und so viel Kubikmeter. Was ich rauskriege, ist die Zahl der Kubikmeter. Also rechne ich das wieder aus. Ein Integral über die Funktion 1 oder ein Integral der Funktion 1, um das Volumen zu haben. Das wird hier wieder fürchterlich, noch viel fürchterlicher als bei der Kreisscheibe, wenn Sie sich überlegen, wie das dann nachher im Raum aussehen muss. Das innere Integral x, das nächstinnere oder das mittlere Integral y, das äußere Integral z. Ich habe z vorgegeben. Ich habe z vorgegeben. Ich habe z vorgegeben. Und dann gucke ich, welche xy denn dazu passen. Das sind die xy, die zu dem vorgegebenen z passen. Das heißt, jetzt picke ich als nächstes y raus. Ein bestimmtes y picke ich mir raus. Dann sind das die x, die dazu passen. Jetzt muss ich das durchbuchstabieren. Von da bis da. Was ist der x-Wert hier an dem Ende? Was ist der x-Wert an dem Ende? Gibt wieder Pythagoras und macht das Integral damit sehr hässlich. Lösbar, aber sehr hässlich. In sphärischen Koordinaten, Kugelkoordinaten, wird es total billig. Ich schreibe hin, okay, ich möchte dasselbe integrieren über dasselbe Volumen. Die gefüllte Kugel, die Vollkugel. Sieht nicht so ganz aus wie dasselbe Volumen, ne? Jetzt ist dasselbe Volumen. Die Funktion ist wieder 1. Ich integriere über r über Theta Phi, aber r Quadrat Sinus Theta kommt dazu als Korrekturfaktor. R Quadrat Sinus Theta dr d Theta d Phi. Und das kann man jetzt Schritt für Schritt von innen nach außen basteln. Das äußere Integral ist über Phi. Phi läuft von 0 Pi bis 2 Pi. Einmal rum, der Azimut. Wie eben, von 0 bis 2 Pi. Und dann haben wir hier d Theta. Theta läuft vom Nordpol bis zum Südpol. Nordpol, Äquator, Südpol. Das heißt von 0 bis 180 Grad. Von 0 bis Pi läuft Theta. So. Und innen haben wir das, da haben wir es, innen haben wir das Integral r. Und natürlich unseren anderen Kram noch, r Quadrat Sinus Theta. Und das Integral läuft vom Zentrum bis zum Radius. Und das sind jetzt Integrale, die man schulmäßig lösen kann. In der Mitte das Integral. Dafür eine Stammfunktion. In der Tat, 1 Drittel r hoch 3, natürlich mal den Sinus, Theta ist für das innere Integral konstant, von 0 bis r, macht also groß r hoch 3 Drittel mal den Sinus Theta, 0 einsetzen, minus 0, schreibe ich nur dazu, damit man sieht, dass ich auch dran gedacht habe. Jetzt kommt das Theta-Integral. Hierfür eine Stammfunktion, für dieses Ding eine Stammfunktion für Theta, Integration nach Theta. Ja, Sinus wird zu minus Cosinus, der Faktor bleibt. Hier steht also minus r hoch 3 Drittel Cosinus Theta in den Grenzen von 0 bis Südpol Pi. Jetzt muss man doch mal ein bisschen nachdenken. Wenn ich Pi einsetze, Cosinus von Pi, Cosinus von 0 ist 1, Cosinus von Pi ist minus 1. Cosinus von Pi ist minus 1. Ich kriege für Pi also minus r hoch 3 Drittel mal minus 1 sind r hoch 3 Drittel. Und jetzt kommt minus r hoch 3 Drittel, Cosinus von 0 ist 1, minus r hoch 3 Drittel mal 1, also plus r hoch 3 Drittel und dann sind wir bei 2 Drittel r hoch 3. Das steht innen drin. Und jetzt kommt noch das Phi-Integral.
Ich integriere also von 0 bis 2 Pi 2 Drittel r hoch 3 d Phi. 2 Drittel könnte schöner sein. 2 Drittel r hoch 3 d Phi. Stammfunktion. In der Tat, Sie schreiben einfach noch ein Phi dahinter. Wenn Sie hier ableiten nach Phi, r ist konstant, nach Phi ableiten, steht das drin, was wir haben wollen. Das in den Grenzen von 0 bis 2 Pi. Und dann sind wir beim Resultat, das irgendwann auch schon im Vorkurs rauskam. 2 Drittel r hoch 3 mal 2 Pi. 2 Drittel r hoch 3 mal 2 Pi. 0 einsetzen, kommt 0 raus, minus 0. 2 mal 2 sind 4, macht zusammen 4 Drittel Pi mal r hoch 3, das übliche Resultat. Lässt sich ohne geometrische Tricks hinkriegen. Im Fokus hatte ich das mal gezeigt mit geometrischen Tricks, dass man sich einen Zylinder anguckt, aus dem so ein Konus ausgeschnitten ist, auf beiden Seiten. Braucht man alles nicht, wenn man Kugelkoordinaten verstanden hat. Wenn man Kugelkoordinaten verstanden hat, kann man dieses Integral hinschreiben und hat in einer Minute das Kugelvolumen raus.